Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Maidons Meinung und dann mit auch natürlich herzlich willkommen an Herrn Maidon. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Tag. Sie haben uns einige Aktien mitgebracht, auf die wir jetzt schauen wollen. Wir starten mit K+S. Da gab es ja auch einen Analystenkommentar Anfang der Woche. Hauck & Aufhäuser hat sich zu Wort gemeldet. Kaufen lautet die Einstufung 39 Euro, das Kursziel. Sehen Sie das ähnlich? Das finde ich ein bisschen sehr ambitioniert. Vielleicht haben die Kollegen nicht mitbekommen, dass die Übernahme abgesagt worden ist. Also wir waren mal 39 tatsächlich ja mal, als noch das Übernahmeangebot von Potash stand. Das ist ja nun mittlerweile Geschichte. Ich glaube auch nicht, dass sich so schnell jemand anders finden wird, der K+S haben will, nachdem er sich ja so geziert hat. Es gibt ja immer noch Leute, die daran glauben, dass eine Übernahme kommt, aber das ist, glaube ich, erstmal außen vor. Ich glaube auch nicht, dass sich die Aktie nachhaltig erholen kann, denn K+S hat natürlich das Problem, dass man unter den sehr schwachen Preisen für Kali leidet und die erholen sich wirklich nicht. Und also es gibt viele Analysten, die jetzt höhere Kurse sehen. Ich sehe, wenn überhaupt, gleichbleibende Kurse, vielleicht sogar noch weiter fallende. Also auch nicht ein Kauf momentan für Sie, die Aktie? Nein, eher nicht, sicherlich nicht. Das ist ja, wir können die Aktie auch mal vergleichen mit eben dem angesprochenen potenziellen Übernahme, was jetzt doch nicht mehr passieren wird. Potash eben hier im Vergleich mit K+S. Wir sehen Potash in Gelb. Auf Jahressicht eine negative Performance von 28%, K+S immerhin 8% positiv, noch immer die Performance. Ja, man sieht eigentlich ganz schön, dass sich eigentlich beide recht parallel entwickelt haben und dann ging es hier ab Jahresanfang los, dass K+S besser gelaufen ist, dann kam die Übernahmefantasie dazu. Und von der zerrt K+S immer noch, wie man sieht. Also Potash ist recht stark gefallen. Man hat auch gewarnt aufgrund der fallenden Kalipreise. Auch K+S hat ja leicht gewarnt, dass man die Jahresziele, man hat sie ein bisschen kappen müssen. Ich glaube nicht, dass das ausreichen wird. Und dieser Performance-Unterschied, der ist schon noch eklatant. Und die Frage ist, ob das so bleibt oder ob die Schere nicht zugeht. Und die Frage ist auch, wie sie zugeht, ob sich dann Potash wiederholt oder K+S weiterfällt. Das Problem sind die schwachen Kalipreise und K+S macht über die Hälfte oder ungefähr die Hälfte des Umsatzes mit Kali, aber zwei Drittel des Gewinns. Und das Geschäft ist eben deutlich wichtiger als das Salzgeschäft. Und daher sieht es gar nicht mehr so rosig aus für K+S. Sie haben gesagt, K+S ist kein Kauf, Potash auch wahrscheinlich nicht? Ja, Potash auch nicht. Nein, Potash ist natürlich voll abhängig vom Kalimarkt. Und auch hier bei dem Preisdruck, der im Moment auf dem Markt herrscht, sollte man diese Branche doch sicherlich eher meiden. Dann lassen wir die Branche jetzt erstmal hinter uns und schauen auf eine andere. Schauen wir auf die Autobauer und auf Volkswagen. Ja, kaum ein Tag vergeht ohne Neuigkeiten rund um den Abgasskandal. Die Aktie unterdessen weiter unter Druck. Scheint sich jetzt oder hat sich jetzt seitwärts bewegt. Wie könnte es hier weitergehen? Bleiben wir unter der 100-Euro-Marke oder? Es kann schon gut sein, dass wir vielleicht mal kurz über die 100 rüber schauen. Ist ja nun wirklich eine wichtige Marke, eher psychologisch natürlich. Tatsächlich gibt es jeden Tag wieder neue schlechte Nachrichten. Und auch wenn es keine neuen schlechten Nachrichten gibt, das Entscheidende ist eigentlich, dass die Schadensersatzklagen vorbereitet werden. Es soll schon 800 Klagen in den USA alleine geben, davon viele Sammelklagen, einige im mehrstelligen Milliardenbereich. Also die Problematik wird so schnell nicht aufhören und eine schnelle Erholung der Aktie ist in meinen Augen nicht möglich. Ob wir jetzt bei 100 sind, bei 90, also in dem Bereich werden wir uns bewegen und tendenziell vielleicht sogar eher nochmal abwärts, wenn nämlich tatsächlich mal nochmal eine Horrormeldung kommt aus Richtung der Klageseite, wenn da größere Zahlungen auf Volkswagen zurollen. Das Problem ist natürlich auch, dass Großanleger die Aktie meiden werden, weil niemand möchte einen Wert haben, wo er jeden Tag mit neuen Risiken rechnen muss. Aktien sind ohnehin schon riskant genug, die Automobilbranche ist auch schon nicht so ganz ohne und dann auch noch dieses Klagerisiko am Hals ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. Spürt man auch bei den Neuzulassungen schon den Skandal? Macht er sich da schon bemerkbar? Ja, es gab heute die Zahlen für Oktober in Europa. Da ist der Volkswagen-Absatz um 0,5% zurückgegangen. Das ist nicht viel, aber die anderen Hersteller haben deutlich zugelegt. Uns insgesamt ist der Umsatz, glaube ich, der Absatz um 2, irgendwas Prozent gestiegen. Also eigentlich ein positiver Trend. Volkswagen hat da nicht mitgemacht. Das kann schon sein, dass das die ersten Auswirkungen sind, dass sich der ein oder andere Käufer eben doch überlegt. Ich habe noch eine andere Alternative, dann doch lieber keinen Volkswagen, weil ich möchte ja schon die Werte auch haben, die man mir verkauft und nicht mehr Schadstoffe ausstoßen. Aber man weiß ja nicht, was da noch alles vielleicht eventuell in den nächsten Wochen und Monaten rauskommt und welche Motoren etc. noch betroffen sein könnten. Wir blicken auf einen weiteren Autobauer. Auch da gab es natürlich dann Absatzzahlen bzw. Neuzulassungszahlen. Wie schnitt denn Daimler ab? Ja, Daimler hat sehr gut abgeschnitten. Daimler hat erstaunlich gut abgeschnitten, muss man sagen. Die Absatzzahlen in Europa um über 20% erhöht. Das ist wirklich beeindruckend und quasi auch in allen Ländern erfolgreich gewesen. Sehr gut, das sieht man auch am Aktienkurs, kräftig im Plus. Und jetzt gilt es natürlich hier, die 200-Tage-Linie mal zu überwinden. Wir sind immer noch knapp drunter. Das
wird dann wahrscheinlich der Fall sein, wenn der Markt sich weiterentwickelt. Im Moment haben wir ein sehr gutes Umfeld und ich glaube, dass der Daimler auch mitzieht und sich dann irgendwann auch nicht mehr von VW mit runterziehen lässt. Man sieht es ja, die Zahlen gehen doch weit auseinander, auch vollkommen zurecht und vollkommen nachvollziehbar. Also Daimler ist sicherlich eine Aktie, für mich von den Autowerten der absolute Favorit. Wenn man jetzt noch nicht investiert ist, soll man noch warten, bis die Signallinie hier durchbrochen wird oder kann man auch jetzt schon den Einstieg warten? Ja, kann man auch darauf warten, aber ich glaube, weil dann geht es doch recht zügig nach oben. Mhm. Insoweit kann man jetzt durchaus schon die eine oder andere Position mal einsammeln. Was denken Sie, weit könnte es dann bergauf gehen noch in den nächsten mittelfristig? Ich glaube schon, dass wir dieses Jahr nochmal die Jahreshochs antesten können. Ist nicht mehr viel Zeit. Wir haben noch ungefähr 6 Wochen bis zum Jahresende, aber zumindest so im Bereich 90 hier, da können wir doch dann nochmal hinlaufen. Das kann dann recht schnell gehen, wenn wir tatsächlich mal die 200-Tage-Linie überschreiten. Also durchaus noch Potenzial bei Daimler, auch in diesem Jahr. Wir schauen auf die Deutsche Telekom. Wie sieht es denn hier aus? Auch noch Potenzial vorhanden? Ja, das sieht sehr spannend aus. Wir haben ja hier wirklich einen massiven Widerstandsbereich, so im Bereich 17 bis 18 Euro. Und wir sind jetzt kurz davor, hier zumindest mal die 17 nach oben rauszunehmen. Und ich glaube, dann gibt es nochmal einen Riesenschub nach oben für die Telekom. Ohnehin, dies ist ja einer der besten DAX-Werte. Ganz erstaunlich, gab es auch lange nicht. Und ich glaube schon, wenn wir noch mal ein bisschen Schwung aufnehmen können, man sieht sie auch den schönen aufwärtsgerichteten Trend, dann gibt es mal einen Riesenschlag und dann macht die Telekom mal 1,50 oder 2 Euro innerhalb weniger Tage. Und dann ist der Weg auch noch oben frei, da hätten wir den höchsten Stand seit, ich glaube, seit 2002, also seit 13 Jahren. Und wie gesagt, die Zahlen waren auch gut, also fundamental passt alles zusammen. Jetzt fehlt nur noch mal so ein bisschen, noch mal ein letzter Schub, um diesen Widerstandsbereich nach oben zu knacken. Was spricht denn dafür, dass es jetzt weiter bergauf geht von fundamentaler Seite? Ja, das insgesamt läuft alles sehr gut. Vor allem die US-Tochter T-Mobile macht viel Freude. Das war ja lange Zeit auch das Sorgenkind der Telekom. Hier hat man sich wirklich berappelt. Und man insgesamt die Einnahmen kommen wieder gut voran. Man hat die Kosten gesenkt. Also es passt eigentlich alles zusammen. Es fehlt nur noch ein bisschen das Kaufinteresse. Dann warten wir mal drauf, bis es noch kommt und werden natürlich in Zukunft weiter auf diese Aktie blicken. Derweil schauen wir uns Nordex mal an. JP Morgan hat mal wieder aufgestockt quasi. Wir halten jetzt schon über 5% an Nordex. Tut der Aktie bestimmt auch keinen Abbruch, oder? Ja, wobei diese Schwellenüberschreitungen und Unterschreitungen sind, ich will nicht sagen zufällig, aber das hat auch mit Derivaten zu tun. Also das ist nicht so entscheidend. Wichtig ist eigentlich, dass man gut vorankommt, was mit der neuen Tochter, mit der spanischen Acciona, die man ja übernommen hat. Hier hat man ja seine Ziele ausgegeben. Interessanterweise, die Analysten zweifeln so ein bisschen, dass man diese Ziele auch erreichen kann, sind eher etwas vorsichtig, haben jetzt auch teilweise ihre Einstufung ein bisschen zurückgenommen. Der Aktie hat das keinen Abbruch getan, sie hält sich erstaunlich gut, ist kurz mal bis auf 28 mal durchgesackt Anfang der Woche, hat sich aber sofort wieder erholt. Also man sieht, dass sofort zurückgegebene Kurse zum Kaufen genutzt werden, das ist eigentlich ein sehr starkes Zeichen. Und ich habe es auch eigentlich lieber, wenn die Analysten so ein bisschen skeptisch sind. Das ist meistens der bessere Nährboden für steigende Kurse, als wenn jetzt voller Überschwang Kurszüge gefeiert werden, so wie ich das gerne mache. Wir sahen auch kein Kaufsignal auf sich des letzten Jahres, da hätten wir jetzt noch weiter zurückgehen müssen, zumindest was die 200-Tage-Linie betrifft. Das ist halt ein durchgehender Kauf. Ich glaube auch jedes Mal, wenn ich hier stehe, sage ich Nordex kaufen und da hat sich auch heute nichts daran geändert. Ja, das ist ja auch schön. Ein bisschen Kontinuität hier tut nicht schlecht. Wir schauen auf Jinko Solar, auch da gab es eine Neuigkeit, und zwar das Ausbauziel für Solaranlagen in China. Das wurde oder soll jetzt angehoben werden. Die Regierung hat sich dazu geäußert. Das könnte ja dann auch hier Jinko ein bisschen beflügeln. Zumindest die Aktie heute auch. Ja, heute gab es noch einen anderen Grund, dass die Aktie steigt. Es gab nämlich gute Zahlen von einem Konkurrenten von Yasolar. Man hat die Erwartung deutlich übertroffen und vor allen Dingen aufgrund der starken Nachfrage aus China. Insoweit spielt das schon wieder zusammen. Die Prognose wurde angehoben für China tatsächlich. Und das macht sich auch schon in den Zahlen bemerkbar, auch beim Ausblick. Und Jinko Solar wird am Donnerstag seine Zahlen vorlegen. Und das ist natürlich schon mal eine ganz gute Geschichte, wenn ein Konkurrent gute Zahlen vorlegt. Und vor allen Dingen auch sagt, die guten Zahlen basieren vor allen Dingen auf dieser starken Nachfrage aus China. Und das ist für Jinko Solar auch der wichtigste Markt. Insoweit kann man hier auch von guten Zahlen ausgehen. Und man sieht es ja, die Aktie reagiert schon. Und vielleicht gibt es im Vorfeld der Zahlen ja noch weitere Kurssteigerungen. Also ich gehe davon aus, dass auch die Zahlen gut werden und dass ich dann auch irgendwann die Aktie mal von dieser Trendlinie absetzen kann und nochmal die alten Jahreshochs zumindest mal antestet. Wenn man noch nicht investiert ist, jetzt schon noch die Zahlen abwarten vom Donnerstag oder kann man auch jetzt schon? Ich glaube, man kann das Risiko, also ich würde mal sagen, die Chance ist 80-20, dass die Zahlen gut werden. Insoweit kann man das, glaube ich, durchaus mal eingehen, auch schon vor den Zahlen einzusteigen. Okay, dann schauen wir auf den letzten Wert, den Sie uns mitgebracht haben. Apple ist es. Das ist charttechnisch ja eher unschön im Moment, oder? Ja, unschön. Es passiert halt einfach nicht viel. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass bei dem Unternehmen nicht viel passiert ist. Was soll auch großartig passieren? Es gibt jetzt viele Kommentare unterschiedlicher Art. Die einen sagen, die iPhone-Verkäufe, die werden doch eher schwächer ausfallen demnächst. Die anderen sagen, nee, das ist eigentlich gar nicht so schlimm.
es ist so bei Apple, selbst wenn die Zahlen oder die Absätze vom iPhone, was ja immer noch für Apple maßgeblich ist, wenn die konstant bleiben, selbst dann wäre Apple in meinen Augen günstig. Ich glaube auch, die Zahlen können sogar noch weiter zulegen und so weit. KGV 11, das ist einfach zu wenig, auch wenn Apple nicht mehr so stark wächst, logischerweise. Also ich glaube schon, dass wir irgendwann mal wieder Fahrt nach oben aufnehmen und vielleicht nicht mehr in diesem Jahr, aber im nächsten Jahr diesen massiven Widerstand da oben, dass wir den mal dann rausnehmen. Also Apple ist im Moment eine Aktie für den ganz konservativen Anleger, muss man wirklich so sagen. Dividendenrendite knapp 2%, ist zwar nicht viel, aber immerhin. Also die Aktie kann man wirklich mal kaufen, liegen lassen und kann damit, glaube ich, auch ganz ruhig schlafen, denn größere Einbrüche sind hier wirklich nicht zu erwarten. Sagt Alfred Meidow, und besten Dank, dass Sie bei uns waren. Nicht zu danken. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.